gucken, es wo eine Statue gibt. Aber wohl ein Übels. Ich glaube, ich muss es akzeptieren, dass es hier nichts gibt. Oh. Siehst du, da wird einem so gesehen die Kombination vorgeschlagen. Rauchbolzen konnte man hier finden, Explosivbolzen. Das sagt einem ja dann schon fast aus, so von wegen, benutze diese Kombination. Gut. Weil welches davon man zuerst machen muss, muss man dann natürlich selber überlegen, aber eigentlich spricht es ja für sich. Was bringt dann das, wenn man erst den Explosivbolzen schießt? Und dann den Rauchbolzen, das bringt ja überhaupt nichts. Und vor allem so eine Explosion lässt ihn ja nicht kalt. Da ist er dann trotzdem weiter gerannt. Alles eingesammelt. Statue habe ich nirgendwo gesehen. Super, habe ich eingesammelt. Sonst eigentlich alle Kisten platt gemacht. Okay, weiter. Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Habe ich gar nicht vor. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde! Oh mein Gott! Mit Christian, was der alles durchleben muss hier. Schnee im Sommer. Sie darf Lily nicht kriegen. So, hier kann ich eh nichts benutzen, das heißt, hier hinten gibt es generell nichts. Ist das unser Haus? Da muss sie sein. Ich muss weiter. Kapitel 16 im Limbo. Und ich glaube. Ach, Scheiße. Machen Sie auf den Weg nach Hause. Und ich glaube, sagen zu können. Wahnsinn. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber. Ich glaube, sagen zu können. Herzlich willkommen im letzten Kapitel von The Evil Within 2 auf Albtraum. So, Union ist Geschichte. So, ohne Geschichtsbuch, aber
Ich habe gerade gedacht, das wäre eine Dings. Ja, ich soll das hier wohl sein. Union läuft so reibungslos, dass sie es nicht mehr genau überwachen. Jetzt oder nie. Sie müssten Lily befreien können, bevor sie es mitkriegen. Wenn sie raus ist, sind wir so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich da sicher, Fyodor? Jemand Hochrangiges wie Sie? Wenn Sie geschnappt werden? Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie Sie dieses arme Kind für Ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne. So, in dem Haus da hinten gucken wir nochmal nach. Aber ich glaube, hier wird es an sich nichts mehr geben. Wir kommen zwar noch einmal zurück in unser Zimmer. Ich denke, das war's. Hey, so gesehen kann man jetzt doch wieder bis zurücklaufen. Passt jetzt. Scheiße, es ist traurig. Aber ich bin in einem Falle drin. Ich komme nicht mehr raus. Hey. Hey, ich bin im Haus. Okay, was mache ich jetzt? Super, okay. Wir müssen neu laden. Im Nimbo. Zum Glück gibt es automatische Speichern. Da ist ja zum Glück nicht viel passiert. Ich habe nur einmal aus Versehen in die Luft geschossen, dass die Patrone kommt uns wieder zugute. Und wir müssen uns halt eben nochmal das Ding anhören. Ich muss weiter. Da hatte ich gedacht, oh cool, man kann mal aufs Dach springen. Hätte man lieber nicht machen sollen. Ach, hier. Okay, man kann zwar schießen, das kann eigentlich auch sagen, hinten könnte was sein. Aber außer vielleicht das Weltende ist hier wohl nichts. Tut mir leid, ich kann hier nicht mehr rennen. Soll ich es wagen, hier auch nochmal aufs Dach zu steigen? Okay, hier wird wohl nichts mehr sein. Und es geht ja ab wieder zum Resonanzpunkt. Hören wir uns die Kacke nochmal an. Was sind das für Fußspuren? Genau überwacht. Jetzt oder nie. Wir müssten Lily befreien können, bevor sie es mitkriegen.
Wenn sie raus ist, sind wir so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich ganz sicher, Fyodor? Jemand Hochrangiges wie Sie? Wenn Sie geschnappt werden? Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie Sie dieses arme Kind für Ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne. Aber wirklich ganz eigene Pläne. Naja, ich bin der Meinung, hier gibt es, glaube ich, an sich überhaupt nichts einzusammeln. Vielleicht hier so nebenbei, bei diesen Statuen. Esmeralda ist in Union und wartet auf Anweisungen. Gehen wir, Myra. Es wird Zeit. Bist du dir sicher, Myra? Sobald du zum Kern wirst, kannst du nicht mehr... Ich weiß, aber wenn ich es nicht tue, spüren sie Lily auf und bringen sie wieder zurück. Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lily zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Dann heißt es jetzt, lebe wohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden? Warum? Tja, aus denselben Gründen, na gut, fast denselben Gründen wie Fyodor. Nicht unbedingt um die Welt zu beherrschen, sondern um eher Mobius platt zu machen. Fyodor hat's ja schon erzählt. Ja, bei der Statue ist nichts. Ach, da. Da ist es passiert, als alles begann zusammenzubrechen. So, hier ist mein Zimmer. Bin gespannt, wie Sie sich aus der Hölle rausreden, Wallace. Ich hab doch gesagt, Sie sollen damit vorsichtig sein, Sykes. Hoffentlich haben Sie es geschafft. Tja, die Frage ist, werden wir es jemals erfahren, ob er es geschafft hat? Oh. Ui. Ui. Und nochmal ui. Miezekätzchen schläft. Genau wie meine. Nochmal 150. 1500 Suppe nochmal von Miezi. Kann man mit dem Kätzchen was machen? Nö, ne? Nope. Ein rotes Gel. Unser Spiegel ist außer Funktion. So gesehen. Die Tür existiert auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die restlichen Schlüsse sein sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon... Eigentlich genau wie bei Evil bis ins 1 habe ich schon so weit und gut rumgeguckt. Aber ich finde nichts.
Beides brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Ich habe noch 2 hochwertige Waffenteile, super. Aber damit kann ich ehrlich gesagt gar nichts machen. Ich habe eh nicht mehr genügend Waffenteile. So, bitteschön, Sturmgewehr auf Stufe 3. Es fehlt eigentlich noch das hier. So, bitteschön. Oh, das kann ich sogar noch einmal erhöhen. Das war's. Mehr Funst nicht. So, das ist fast voll. Puh, hier haben wir noch einiges. Ich denke, das hier ist eine gute Investition. Oder? Kritisch Treffer habe ich halt hier sehr viel, aber okay. Komm, ich mache es jetzt einfach. So, fertig. Feierabend. So, schauen wir mal, was wir hier noch ein letztes Mal eventuell erhöhen können. Ist unsere Tatania vielleicht noch da? Ja. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ich helfe Ihnen. Dies ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn Sie innere Stärke suchen. Und Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen Sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin? Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir Sie startklar. So, her mit den 200% Leben. Okay, wir haben... Wie viele haben wir jetzt überhaupt noch? Wir haben noch 13.000. Erhöht den Schmerztoleranz, sodass der Angriff überlegen hat, sich andernfalls mehr als genug Schaden versorgen, um dich zu töten. Komm, wir erhöhen das Ausweichen noch einmal. So, dadurch haben wir Athletik voll, Kampf voll und List voll. Eigentlich das Wichtigste, finde ich. Und mehr funktioniert nicht wirklich, aber... Oh, komm her. So. 74 Gel, damit geht nichts mehr. Den können wir, glaube ich, auch nichts mehr nehmen. Doch, jetzt ist voll. Und 1, 2, 3, 4, 5 Schlüssel haben uns gefehlt. Wir waren aber gut dabei. Bei The Evil Within 1 gab es zwar viel mehr Schlüssel. Und da habe ich dann auch nur noch 5 Stück nicht gehabt oder sowas. Ich glaube 5 Stück. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Was sagt denn die Uhr? Kurz vor 7:30. Ich muss noch ein paar Teile rendern hier, damit ich welche hochladen kann. Mache ich es fertig? Ach komm, ich nehme weiter auf. So, knapp kurz vorm Ziel. Aber nein.
Okay, ich höre doch jetzt auf. Wie gesagt, ich muss noch ein paar ich muss die Teile erstmal bearbeiten und rendern, damit ich überhaupt morgen früh einen hochladen kann, neun. Ich habe ja immer noch Frühdienst, muss ja auch wieder bald ins Bett. Das muss ja irgendwie alles funzen hier. Okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal und dann spielen wir das Spiel zu Ende. Tja, und das war's dann mit The Evil Within 2. Vielleicht, mal gucken. Wer weiß, vielleicht machen wir noch den klassischen Modus. Mal gucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es war ja sehr, sehr spannend jetzt die letzte Zeit. Ein Hammerspiel und das Albtraum hat sich jetzt ausbezahlt. Also, gerade die letzten Kapitel ab der Theodor-Festung. Da kann ich nur sagen, das Albtraum ist ab da ein Albtraum. Das war echt heftig. Also, gut, dass ich das geschafft habe, ohne einmal zu sterben. War ich sehr überrascht. Aber es war schon heftig. Also, da hat man die Steigerung gemerkt vom Mittel auf schwer. Aber es hat funktioniert. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß beim Gucken und Wiedergucken. Gebt mir einen Daumen bitte nach oben, abonniert mich, falls ihr mich noch nicht habt. Für ganz tolle Leute. Ihr könnt mich auch unterstützen, indem ihr in meinen Kanal geht. Da gibt es einen Link zum Spenden. Ja, damit ich meinen PC vielleicht irgendwann mal wieder flott geben kann, damit ich die neuesten Spiele nächstes Jahr auch noch spielen kann und aufnehmen kann. Ich würde euch, wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr mich unterstützt. Okay, dann tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal. So, herzlich willkommen zu vielleicht der letzten Aufnahmesession von The Evil Within 2. Ich habe nicht allzu viel Zeit, ich glaube eine Stunde. Blöd, ich weiß. Ja, wir wissen ja, wie es weitergeht. Was wir schon so alles gemacht hatten. Wir rennen jetzt einfach rein ins nächste Abenteuer. Wird sich da oben bei unserem, bei meinem Haus wiederfinden. Ich habe es geschafft, alle Informationen zu sammeln. Juhu. So, scheiß auf Statuen. Bringt da eigentlich eh nichts mehr. Wir rennen jetzt hier hoch und schauen, was passiert. Schade, dass es keine Tränke gibt oder Spritzen für die Ausdauer, dass man die direkt wieder auffüllt. Myra, bist du das? Sebastian. Warum bekämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause.
Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte. Lass sie uns hier rausbringen, und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier. Ich werde Lily nicht hier lassen. Bitte. Wer das versucht, wird sterben! Zwing mich nicht dazu! Oh ja, oh mein Gott. Du wirst auch ihr wehtun. Das lasse ich nicht zu. Verdammt, Myra, hör auf! Oh. Denk nach, was du da... Falsch. Ich glaube, wir hauen uns erstmal das Ding hier mal rein. Einmal das Ding hier reinpfeifen und weiter geht's. Was für sie getan? Du hast dein Leben vergeudet. Sie haben sie festgenommen. Scheiße!
Oh, lecker. Du kannst mich nicht aufhalten. Bitte, Myra. Ich weiß, du bist noch da drin. Du musst... Mit diesem, ich sag jetzt mal, G-Punkt geht das ganz gut. Ups. Was ist das? Autsch. Aua. Volltreffer. Macht ja nur Scheiße. Ich will das nicht tun. Jetzt hier. Was soll das? Was soll ich machen? Es tut mir ja leid, aber was soll ich machen? Nein! Ich glaube, das ist nichts. Ausdauer ist alt. Hier.
Nein! Na! Einsicht ist er eigentlich gar nicht mal so schwer. Was ich mache, hier fahren jetzt mal ein bisschen noch nach. Oh, es sind nur 13. Na gut, okay, ist egal. So, jetzt ist wohl der Mund dran. Tut mir echt leid, Mann, aber...